Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Ja, wenn dieses Video rauskommt, scheiße wahrscheinlich gerade meine Community, Liebeschip Plus Community und mein Liebeschip Pro Kurs. Schau da gerne mal rein auf liebeschip.de. Und ja, Thema heute soll sein, ja, warum ich ja ich kein Buddhist bin, obwohl ich ja gerade also Meditation für super hilfreich halte, die jetzt ja auch in diesem Liebeschip Plus Geschichte anbiete jede Woche. Und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen mehr über mich erzählen, weil dann scheint es doch auch ja Wunsch nachzugeben. Also ich komme, also meine, ich habe ja auch Kinder und die waren auf Rudolf-Steiner-Schulen und ich weiß nicht, was du wisst, und die, da gibt es ja diese Anthroposophie und will jetzt gar nicht so einzeln drauf eingehen. Und was ich da super spannend fand, die haben ja auch eine Art Spiritualität, Religion, und das ist irgendwie total spannende Vermischung von so Buddhismus und Christentum und ist im Grunde genommen ja so eine Art mystisches Christentum mit, aber auch Glaube an Wiedergeburt. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beschäftigt, so finde ich auch immer noch echt spannend, so, und kann ich auch irgendwo an bestimmten Punkten auch was mit anfangen, obwohl ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich speziell jetzt irgend so einer Religion, kann ich jetzt nicht sagen, angehöre, ne? Also ich glaube so an, dass es mehr gibt, definitiv. Wenn man so will, gewisse Spiritualität oder. Aber der Begriff ist ja auch schon so überfrequentiert. Ja, und es gibt ja auch viele Menschen, es ist ja gerade sehr en vogue, so buddhistisch zu sein auch. Und ja, und aus dem Buddhismus kommt ja auch diese Meditation, wo man ja belegen kann, wie wertvoll das ist und alles. Trotzdem, ja, habe ich so meine Probleme damit und würde das gerne mal erzählen und denke natürlich jetzt nicht, dass ich schlauer bin als all die Leute, die ja jahrhundertelang meditieren, aber trotzdem denke ich, was soll ich mal sagen, was ich so glaube, was so meine Erkenntnisse sind, das ist, also was mich da im Buddhismus stört, ist im Grunde genommen diese Idee, dass so allein diese Wünsche zu haben oder Begierden zu haben, ja, das ist im Grunde genommen, dass das so zu Leid führt. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen. Also klar, wir leben in einer dualen Welt. In dieser Welt gibt es viel Leid. Wir werden alle sterben. Das ist irgendwie, je nachdem, wie man das so sieht, betrüblich. Und aber ich weiß nicht, was da, also ich bin überzeugt davon, dass wir hier sind, irgendwie uns hier auszuprobieren, bis zum geht nicht mehr, weil alles machen, was wir wollen, dass das hier ein riesen Theaterstück ist und wir können jede Rolle annehmen, wir können machen, was wir wollen, wir kreieren hier unsere Welt und ich glaube, wir sind da dafür, Wünsche zu haben und diese Wünsche erfüllen zu wollen. Ich weiß gar nicht, was daran leidvoll sein soll, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und also, das ist ja auch mit dem nice, geilen Leben, was ich immer wieder sage. Klar, jetzt für jeden wird es sicherlich mal irgendwo Schicksalsschlag geben oder ich weiß nicht was. Ne? Das kann man, also, man kann dieses Leben vielleicht nicht in so einer Art kontrollieren, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber indem ich mich immer wieder fokussiere auf das, was ich will, was mir gut tut, Selbstliebe, so immer wieder den Gedanken wähle, der sich gerade besser anfühlt. Ja, da kann ich schon eine Menge machen. Ich glaube sogar wahnsinnig viel. Ich glaube, das ist auch auf eine Art das Einzige, was man machen kann. Und mich immer wieder fokussieren, ja, also wir alle sind ja, also können uns so viel kreieren, ne? Und immer wieder auf meine eigenen kreativen Möglichkeiten vertrauen zu können und darauf zu vertrauen, dass das Leben, ja, dass wir eine große Schöpferkraft haben und das Leben uns auch irgendwo hilft da so, ne? Aber ich arbeite, also in meinem Modul 2 gibt es ja auch diese Ziellisten, Zielelisten, das ist ja auch diese Idee, immer wieder
zu überlegen, wo will ich hin? Welche Ziele mache ich mir vielleicht langfristig setzen? Wie kann ich meinen Raum erweitern? Wie kann ich mir überlegen, hey, das ist doch vielleicht auch möglich für mich, das ist vielleicht auch möglich für mich, das ist vielleicht auch möglich für mich. Dann erziele ich Erfolge, dann möchte ich vielleicht noch mehr haben. Was ist daran falsch? Also klar, wenn man jetzt sagt, Sucht, Begierden, also sozusagen das Hinterherjagen, da so einen kurzfristigen Kick, das ist sicherlich extrem leidvoll und sicherlich zu vermeiden, aber jetzt so, was ich mal so nenne, gesunde Süchte, zum Beispiel bestimmte Sportziele zu erreichen oder touristische Ziele oder was weiß ich, Ziele, die du in deinem Leben setzt, irgendwie, also immer, weiß ich nicht, immer gesünder zu essen. Was ist daran falsch? Also, wie gesagt, bin jetzt kein Buddhismus-Experte, aber das, alles, was ich darüber gelesen habe und so, das ist eine Sache, ja, also diese, ich habe mir manchmal so eine Abwendung vom Leben zu sein, wo dass man sich dann schlecht fühlt, wenn man genießt und Genuss hat und auch mehr Genuss haben möchte. Also ich glaube, wir sind hier dafür, definitiv. Und aber vielleicht hat da jeder seinen eigenen Lebensplan und für manche ist das genau stimmig, anders zu dem, ich weiß es nicht. Aber also ich für mich finde auf jeden Fall, ey, wir sind echt hier, um das Ding hier zu rocken, ey. Also definitiv. Ja, gut. Genau. Ja, das sind so Themen, aber gut, ich merke, es fällt mir auch schwer, mich da so auszudrücken, aber vielleicht ist es trotzdem rübergekommen. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns